Hoch hält das Handy. Hey Leute. Na, alles gut? Ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist Elif. Es ist klar, dass ich das bin. Ihr seid hier auf meiner Instagram-Seite. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt's jetzt mitbekommen. Ich warte jetzt nochmal hoch. Fällt alles runter. Ihr habt es jetzt mitbekommen, endlich. Ich kann es euch sagen. Mein Feature auf dem nächsten Track, den ich veröffentlichen werde, Ich denk an dich, wird PA Sports sein. Und ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich erzähle euch mal ganz kurz, wie mein Tag war. Ich nehme mal meine Ringe ab. Und ich schminke mich mal so mit euch zusammen ab. By the way, mein Make-up hat heute Riemen gemacht. Das sieht, finde ich, sehr schön aus mit dem Blau. Und ich bin sehr glücklich, dass PA auf dem nächsten Track drauf ist. Das war alles erstmal nicht so geplant, weil ja, ich wusste gar nicht, ob Ich denk an dich aufs Album kommt. Ich hatte die Skizze vom Song und eigentlich war der Song nicht mehr so in der Pipeline, sage ich mal. Aber irgendwann habe ich mir nochmal so meine Demos angehört. Das war vor ein paar Monaten, als wir kurz davor waren, so das Album abzuschließen. Ich habe gedacht, nein, Mann, der Song ist schon geil, aber es ist noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Habe dann nochmal zwei Leute angerufen, Jens und Jules aus Mannheim, sind zwei Produzenten, und meinte zu denen so, ey Leute, ich habe hier so einen Song, aber können wir den irgendwie nach Hause bringen? Der ist so schön und steht schon voll viel, aber ich weiß nicht so ganz, es muss irgendwie so ein Klavierlied werden. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und haben den Song gemacht. Und als das Lied dann fertig war, dachte ich so, ey, warte mal, PA würde richtig gut drauf passen. Wir haben ihn angeschrieben und er hatte sofort Bock darauf. Und ich war so glücklich, dass er Lust drauf hatte. Wir haben uns sofort getroffen in seinem Studio in Berlin. Und es war eigentlich alles sehr reibungslos. Er ist ein sehr zuverlässiger Mensch. Wir konnten einfach ganz easy zusammenarbeiten. Er hat seinen Part gemacht. Ich war auch dabei, als er seinen Part geschrieben hat. Und dann stand das eigentlich an. Einem Nachmittag wurde dann aus einem Elif-Lied ein Elif-PA-Song. Und jetzt kommt's raus. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den Song findet. Ich liebe es. Unnormal. Ist eines meiner Lieblingslieder auf dem Album. Und der Song hat echt so einige Runden gedreht. Aber als wir angefangen haben, den zu schreiben, waren wir in Duisburg. Und dann wusste ich nicht so ganz, über was ich schreiben soll. Und dann meinte Faison, mit dem ich auch viel auf diesem Album gearbeitet habe, ey Elif, was fühlst du denn gerade? Und dann habe ich so auf dem Klavier so rumgespielt und war nur so, ich denk an dich, ich denk an dich, nicht einen Tag nicht, nicht einen Tag nicht. Und so ist das Ganze entstanden. Ich lese mal ganz kurz, was sie schreibt, weil ihr hier so viel schreibt. Viele schicken eigentlich nur so Herzen. Genau. Und ja, der Song kommt bald raus. Ich bin gerade so ein bisschen ruhiger von meiner Stimme, weil ich unglaublich müde bin. Ich war heute noch in Köln und wir haben was gedreht. Und die letzten Tage, also ich erzähle gar nicht gerade so viel von meinem Alltag, aber ich habe unglaublich viele Termine. Ich bin wirklich in meiner Album-Promo-Phase drin. Jeden Tag ist was los, sei es ein Interview oder einfach Termine oder Sachen, die ich organisieren muss. Aber es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt einfach, dass alles steht und habe meinem ganzen Team mein Album nochmal von vorne bis hinten gezeigt und war selber so, wow, krass, ey, was für eine Reise das war. Das Jahr war schon sehr intensiv, war schon krass. Es ist ein sehr persönliches Album geworden, endlich tut es wieder weh. Ja, sehr emotional geworden wieder. Einer schreibt auch, du siehst auch voll Make-up, aber ja, man merkt es mir an. Ich glaube, also ich will jetzt nicht so krass auf meine Müdigkeit gehen, aber ich erzähle es trotzdem.
das kommt ja nicht von heute oder morgen, sondern seit 2 Jahren bin ich ja nur am Machen und euch neue Sachen anliefern. Es gab eigentlich keine Pause in den letzten 2 Jahren. Aber jetzt, mein Körper meldet sich auf jeden Fall und sagt, du brauchst ein bisschen Ruhe. Aber wenn man liebt, was man macht immer weiter. Das ist halt so. Wenn ich euch glücklich machen kann und wir Songs veröffentlichen können und so weiter, dann bin ich auch glücklich. So, ich bin jetzt noch ein bisschen hier. Ich schmink mich jetzt einfach ab mit euch. Ich guck mal, ob ich hier so Abschminktücher habe. Ich liebe es ja, ungeschminkt zu sein. Ich habe gar kein Problem, ungeschminkt zu sein. Und bin privat eigentlich auch immer ungeschminkt. Mag aber auch Make-up. Also, ich will damit sagen, ich fühle mich ungeschminkt jetzt nicht unwohl. So. Erstmal das Augen-Make-up weg. Hey. Jetzt müsste eigentlich Musik kommen, so im Hintergrund. Zum Beispiel, ich denke an dich. So, wir haben das Musikvideo zu Ich denke an dich auch in Berlin gedreht, in Schöneberg. Ist wieder ein Nachtmusikvideo geworden und ich bin im Musikvideo auch nicht so krass gestylt wie bei Roses. Es war mir irgendwie wichtig, dass es einfach sehr natürlich aussieht. Weil jeder kennt das so, weißt du, wenn man Liebeskummer hat, man geht so einfach raus, man zieht sich seinen Mantel an und man hört Mucke draußen und so. Und so ist das Musikvideo auch sehr authentisch geworden, sehr minimalistisch, aber bei manchen Songs geht es viel um Style und um das, aber weil ich denke an dich, da geht es eigentlich nur um Mucke. Es ist egal, ob man auch geschminkt ist oder nicht oder wie auch immer. Ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber. Ich bin auch echt so eine krasse Perfektionistin. Aber zu dem Song passt das. So, that's schreibt schon Donnerstag. Ich habe noch gar nicht gesagt, ob es Donnerstag kommt, aber ihr werdet es morgen erfahren. Oder vielleicht ist es ja schon online. Ich weiß gar nicht. Naja, vielleicht habt ihr recht, vielleicht nicht. Ich löse es auf jeden Fall morgen auf. So, Leute. Ihr wisst, wie es ist, sich abzuschminken. Ist ein geiles Gefühl. So. Ich habe mir einen neuen Ring gekauft. Wollt ihr den mal sehen? Und zwar den hier. Mit einem E drauf. Den habe ich aus Barcelona. Und den habe ich auch aus Barcelona. Der hier. Den finde ich sehr schön. Ich liebe so Schmuck zu holen von woanders. Ich finde Schmuck ist was sehr Persönliches. Apropos Schmuck, ich nehme auch meine Ohrringe raus. Ich habe voll die ruhige Stimme gerade, ne? So richtig ruhig, so tief. Du bist so eine Bereicherung für die Musikwelt. Freue mich so auf den Song und das Album. Ja, man, freut mich voll, dass ihr euch so freut. So, jetzt schminke ich mich mal mit Reinigungsmilch ab. Das ist übrigens sehr schön, damit die Haut so, ja, die ist irgendwie wie eingecremt danach. So. Raus. So sehe ich ungeschminkt aus, aber das kennt ihr ja von mir, ich bin ja meistens auch ungeschminkt. Zack.
Echt schöne Lieder haben mir bei meiner Trennung geholfen, schreibt jemand. Es ist traurig natürlich, dass du eine Trennung hast, aber es freut mich trotzdem, dass du meine Songs hörst. Weil ich habe meine Songs auch geschrieben, als ich eine Trennung durch hatte. Und mir haben die Songs dann auch geholfen, als ich sie die Themen verarbeitet habe in Songs dann. Sogar ungeschminkt hübsch. Dankeschön. Warte. Wenn ich schon so beim Abschminken bin, dann nehme ich euch gleich richtig mit. Ich mache mal hier nochmal alles weg. Mit einem Tuch. Dass auch wirklich das ganze Make-up runter ist. Ich muss gestehen, ich habe mich früher gar nicht so richtig abgeschminkt oder hatte so eine Routine. Boah, hier ist noch voll viel Make-up. Und jetzt bin ich voll so vorsichtig damit. Wenn ich geschminkt werde, dann ich muss mich richtig gut abschminken. Aber auch, weil ich so oft geschminkt werde und die Schminke, ich sag Schminke, das klingt so komisch, das Make-up. Wenn man vor der Kamera ist, ist es immer so ein bisschen dicker, das seht ihr dann nicht. Also, weil in der Kamera sieht man das nicht. Aber wenn man fürs Fernsehen geschminkt wird oder für eine Veranstaltung oder sonst was, ist immer so ein bisschen mehr drauf. Im Alltag mache ich gar nicht so viel drauf. Da mache ich immer nur so ein bisschen so Concealer. Ich bin sehr simpel, was das angeht. Aber ich muss mich richtig abschminken, weil hier kommt noch einiges runter. Und ich will nicht, dass das hier in meiner Haut bleibt. Weil ich in letzter Zeit so viele Jobs hintereinander hatte. Und es bleibt ja dann alles drin. Und ja, das ist nicht so gut für die Haut. So, jetzt noch einmal Gesicht waschen. Jetzt benutze ich natürlich Rosenwasser, wie mein Song Roses. So, hier ist noch echt ein bisschen was drin. Das mache ich mal auch weg mit einem schwarzen Q-Tip natürlich. Was sonst? Ich habe euch gesagt, ich bin eine Perfektionistin, sogar mein Q-Tip ist schwarz. Ich mache es mal auf beiden Seiten rauf. So. Und dann nehme ich hier noch den Kajal weg. Einmal so. Und so. Okay, und jetzt benutze ich Rosenwasser, damit mein pH-Wert im Gesicht wieder neutral ist. Ich wollte euch eigentlich gar nicht so richtig jetzt zu einer Beauty-Routine mitnehmen. Eigentlich wollte ich nur online gehen, also live gehen, um euch zu sehen. Um mit euch zu kommunizieren, also sehen wir uns ja nicht, aber wir kommunizieren miteinander. Und euch zu sagen, dass ich mich wirklich sehr auf diesen Song fürs Release zu haben. Ich mag es, euch neue Sachen zu zeigen. Und es ist immer wieder aufregend, wenn so eine Release-Woche ansteht. Aber bei dem Song ist es so besonders, weil erstmal ist es mit Feature, also mit PA, ist schon was Besonderes für mich, dass wir beide auf einem Track drauf sind. Und der Song ist extrem emotional. Und die letzten Songs, die ich rausgebracht habe, waren auch emotional. Aber Roses oder Mein Babe oder Beifahrersitz waren eher so poppiger. Der ist auch poppig, aber ich denke an dich hat eine andere Emotionalität. Das kam richtig von Herzen. Und ich bin auch ein Mensch, wenn ich jemanden vermisse, dann vermisse ich den richtig doll. Das ist bei mir auch ein bisschen gefährlich, weil das Gefühl bei mir unglaublich stark ist. Und wir haben es geschafft, das endlich in einen Song zu verarbeiten. Genau das. Und vielleicht ihr auch. Und vielleicht kennt ihr dieses unerträgliche Gefühl. Es gibt, also auch wenn du möchtest, dass es aufhört, es hört nicht auf. Ich sag ja auch, sag, wann hört das auf, aber manchmal geht der Schmerz, wenn er von sich aus gehen möchte. Du sagst dem Schmerz andauernd, bitte geh.
bitte geh endlich, da ist die Tür. Aber der Schmerz geht erst, wenn der Schmerz gehen möchte. Du willst einfach nur, dass es geht, aber du musst es auch so ein bisschen aushalten. Einer schreibt, okay, ich gehe weiter. Eine schreibt auch, hat es bei dir aufgehört? Nein. Ich vermisse immer noch, wenn ich ganz ehrlich bin. Und es sticht auch so manchmal so ins Herz rein. Vor allem abends, dann denkt man manchmal noch an die Person. Aber irgendwann hört das auf, weil ich habe nicht das erste Mal Liebeskummer. Und wenn man das schon ein paar Mal hat, wenn man schon ein paar Mal Liebeskummer hatte, dann weiß man auch, dass es aufhört. Manchmal ist es schneller vorbei und man denkt sich auch so, oh krass, so jetzt schnell vorbei. Und manchmal denkt man so, ey, wieso dauert das jetzt so lange? Warum? Und dann wird einem auch manchmal bewusst, okay, man hatte die Person richtig doll gern. Und man wünschte, es wäre nicht so, aber ey, manchmal das Herz, es macht manchmal was. Der Verstand weiß schon, aber das Herz nicht. Das braucht, also manchmal ist es auch umgekehrt so, aber manchmal braucht das hier länger und manchmal braucht das hier länger. Und bei Ich denke an dich braucht es halt richtig. Eine schreibt, ich hatte noch nie Liebeskummer, sei froh. Ich finde das auch manchmal uncool, wenn Leute sagen, ach, Liebeskummer, ist doch gar nicht so wild oder so, aber Liebeskummer kann was richtig Krasses sein. Das ist wirklich, das ist auch ein heftiger Schmerz. Du kannst einfach körperlich, also das tut weh. Das ist auch manchmal echt so ein Stechen. Also wenn ihr es so, wenn ich richtig so Liebeskummer habe, dann sticht es hier so rein. Oder Kloß im Hals oder so. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich kann jetzt besser damit umgehen, weil ich einfach auch, ja wie gesagt, das paar Mal hatte. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass es nicht oft vorkommt. Und ich weiß auch, dass es irgendwann vorbeigeht. Irgendwann ist es vorbei. An alle, die Liebeskummer haben, irgendwann ist es vorbei. Man muss auch manchmal akzeptieren, dass manche Dinge nicht füreinander, also man ist dann nicht füreinander bestimmt oder so. Ist halt einfach so. Er schreibt auch, wenn du die Person sehr geliebt hast, dann kann das echt krass sein, ja. Kann es. Ich finde es auch spannend, wenn man Leute kennengelernt hat und man denkt, dass man sie voll doll geliebt hat und sich dann trennt und einem bewusst wird, dass man die Person gar nicht so doll vermisst, dann denkt man so, hey, warte mal, da habe ich die Person gar nicht so geliebt. Hey, warum? Also wie ging das so? Es ging doch schneller halt eben vorbei. So. Dann hat der Verstand irgendwie mehr. Mann, ey, ich will die Person gar nicht mögen, aber ich kann manchmal nicht aussuchen hier, dass ich diese Person mochte. Aber unabhängig davon, ob es um Liebeskummer geht, ich habe dieses Jahr viel vermisst, also, aber dazu komme ich später noch im Jahr. Ich erzähle euch da noch einiges. Da kommen ja noch ein paar Songs zum Album, wo ich noch andere Sachen erzähle. Aber das Thema Vermissen war bei mir dieses Jahr sehr, sehr groß. Ich habe dieses Jahr sehr oft vermisst und das ist kein schönes Gefühl. Aber man muss eben dadurch, das ist halt so. Das ist einfach, that's life. Wenn man lebt, muss man auch mit Schmerz umgehen können. Das ist ganz normal. Und das ist auch eine Scheinwelt, wenn man denkt, dass man das nicht hat. Also wer lebt, wer intensiv lebt, wird auch Schmerz erleben. Und man übersteht das, wenn man möchte. Wir freuen uns auf alles. Jetzt gehen wir in so tiefe Gespräche rein. Ich mache jetzt noch Creme drauf. Um alles zu finishen. Eigentlich mache ich noch ganz viele andere Sachen drauf, aber ich habe jetzt gar keinen Bock da drauf. So.
sieht jetzt ein bisschen lustig aus. Also Leute, wenn ihr euer Gesicht eincremt, seid ein bisschen liebevoll zu euch. Macht das nicht so rauf, sondern gebt euch ein bisschen so ein bisschen so eine schöne Massage. Ich bin voll die Influencerin gerade, oh mein Gott. So, zack. Hier alles hochpushen. Gott sei Dank, ich habe auch echt gute Haut einfach. Ein bisschen Glückssache, Leute. Also ich wasche mein Gesicht gut, aber es ist auch ein bisschen Gene einfach. So. Einer schreibt, Bomberjacke ist nicht auf Spotify. Hä, das kann gar nicht sein. Ellipse Beauty Palace, oh mein Gott. Einer schreibt auch Ellipse Beauty Palace. Bist du ungeschminkt? Einer schreibt, wie ein Babypuppe schon, mich glänzt sogar. So, Leute. Dankeschön, dass ihr mich jetzt auf meiner Abendroutine begleitet habt. Danke für euren Support. Dieses Jahr war, by the way, so schön. Also unabhängig davon, dass auch richtig viel komische Sachen passiert sind und auch viel Scheiße passiert ist, was ihr jetzt nicht mitbekommt in meinem Privatleben, aber es kriegt ihr an meinen Songs mit, weil meine Songs ja autobiografisch sind, war das Jahr wirklich schön. Und nochmal Dankeschön. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Ich sage das immer so, oh, ich liebe euch. Aber wirklich, ich freue mich so auf Tour. Und wenn wir uns alle sehen, und glaubt nicht, ich sehe euch nicht, wenn das Licht angeht und das Licht auf euch scheint, ich sehe euch. Und by the way auch, ich sage immer by the way, aber wir haben jetzt, wir sind mitten in den Tourproben, wir haben schon die Setliste angelegt und ja, das wird, und auch so die Dramaturgie und so, das wird richtig schön. Ich habe mich noch nie auf eine Tour so sehr gefreut wie diese, weil ich kann es nicht erwarten, meine letzten beiden Platten ausführlich für euch zu spielen, natürlich mit Liveband und noch auch ein paar alte Songs mitzubringen. Schreibt mir gerne eine DM, wenn ihr euch Songs wünscht. Ich versuche sie mir durchzulesen. Sonst werde ich bestimmt nochmal eine Fragerunde starten, welche Songs ihr euch wünscht. Dann kann ich das mit berücksichtigen. Und ja, ich will jetzt keine Werbetrommel drehen, weil ich finde das immer so unsympathisch. Aber ich sage es trotzdem, für die, die es nicht wissen, es wird eine Vinyl geben zu meinem neuen Album Endlich tut's wieder weh. Die könnt ihr jetzt vorbestellen. Es wird eine Box geben mit geilen Inhalten und es gibt einen Bomberjacken-Bundle mit der Bomberjacke, und ich kann es euch jetzt schon mal sagen, Leute, diese Bomberjacke, und ich hatte einige Bomberjacken an in meinem Leben, die hat so eine krasse Qualität, die hat wirklich Designerjackenqualität, und ich habe die erst jetzt letztens in der Hand gehabt. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber einfach nur, weil es mir so wichtig war, dass die Qualität Bombe ist. Und wenn ihr euch das Bundle holt, dann gibt es auch noch ein paar Patches dazu, die auf meiner Bomberjacke drauf sind. Aber dazu komme ich auch nochmal später. Auf jeden Fall gibt es diese drei Möglichkeiten. Ah, und die CD natürlich auch und Downloads, aber das ist klar. Und das könnt ihr euch vorbestellen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis bald und tschüss.